Liebe Schachfreunde, ich zeige euch jetzt die Revanche zu dem Spiel vom letzten Mal, also zu dem Ponziani-Spiel. Gleicher Gegner, auch auf der Schacharena. Der Einfachheit halber zeige ich euch das jetzt auch original auf der Schacharena. Und diese Revanche lief wie folgt. Gegner spielt D4. Und ja, ich weiß nicht, was ihr da für ein System gegen habt, gegen D4. Viele sehen das ja nicht so gerne. Das ist eine sehr sichere Eröffnung für Weiß, also meistens weniger aggressiv, als wenn man E4 spielt. Und ich habe hier erstmal einfach D5 dagegen gespielt und jetzt kommt Damengambit, eine der bekanntesten Eröffnungen ja. Und jetzt habe ich etwas gespielt, was normalerweise selten gespielt wird, nämlich ich habe das Damengambit angenommen. Also den Bauern hier geschlagen. Ihr wisst vielleicht, dass das kein richtiges Gambit ist, das Damengambit, also Weiß kann den Bauern immer wieder bekommen. Also nur ein scheinbares oder zeitweiliges Opfer. Mein Gegner hat jetzt den Springer rausgespielt, hat also erstmal darauf verzichtet, zum Beispiel jetzt mit E4 den Bauern anzugreifen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, also einfach den Königsbauern vorzuspielen und dann indirekt mit dem Läufer den Bauern zu attackieren. Und ich bin jetzt einer Empfehlung gefolgt, die ich aus einem Schachvideo des Großmeisters Igor Smirnov, Igor heißt er, Igor Smirnov, gelernt habe. Und zwar hier aggressiv weiterzuspielen, nämlich mit diesem Zug. E5. Greife den zentralen Bauern an. Ich verlinke euch das entsprechende Video, wenn ihr den Sinn hinter dem Ganzen vielleicht besser verstehen wollt und was es da für Varianten gibt. Auf jeden Fall ist es für den Gegner eine überraschende Eröffnung. Er hat jetzt auch verzichtet, den Bauern zu schlagen, ist vorgezogen. Wenn er ihn geschlagen hätte, hätte ich sofort die Damen getauscht. Und er hätte mit seinem Springer zurückgehen müssen oder den König bewegen. Das ist ja beides nicht attraktiv. Darum ist er hier vorgezogen, aber darauf war ich vorbereitet. Ich habe jetzt meinen Springer rausgespielt. Er befestigt seinen Bauern. Und ich habe meinen Bauern jetzt verteidigt. Das wusste ich auch noch alles aus der Theorie, denn der war ja angegriffen hier von dem Läufer. Und jetzt musste ich den verteidigen oder musste nicht. Ich bin ja einen Bauern vor, aber es ist sinnvoll, das hier zu tun. Und jetzt fesselt er meinen Springer. Und das war jetzt der letzte Theoriezug, den ich noch kannte. Nämlich nicht den Läufer, was auch gegangen wäre, hier auf E7 zu spielen, sondern aggressiv weiterzuspielen und mit dem Läufer seinen schwächsten Punkt, nämlich den E2, den F2, Entschuldigung, zu attackieren. So, das war also das Ende meiner Theoriekenntnisse. Und mein Gegner hat jetzt hier den Läufer gegen den Springer getauscht, ich mit der Dame zurückgenommen und jetzt bietet er hier Damentausch an. Das wollte ich nicht. Man soll ja grundsätzlich nicht dem Gegner helfen, seine Figuren zu entwickeln. Wenn ich jetzt die Dame genommen hätte, hätte er seinen Springer raussetzen können und eine weitere Figur entwickelt. Also kleiner Vorteil für ihn. Und ich habe mich darum entschlossen, diesen Zug hier zu spielen, die Dame hinter den Läufer zu setzen und den Druck auf seinen schwachen F2-Bauern zu verstärken. Später habe ich in der Analyse gesehen, dass der Computer genauso gespielt hätte. So, und jetzt geht er mit der Dame hierhin, attackiert meinen E-Bauern und attackiert gleichzeitig den G-Bauern hier. Habe einfach rochiert. So, damit hängt zwar der E-Bauer, aber das konnte er sich kaum leisten, denn wenn er den genommen hätte, dann hätte ich da hinten seinen F-Bauern vor dem König genommen mit Schach und das wäre für ihn sicherlich unangenehm gewesen. Stattdessen hat er jetzt attackiert. Und zwar auf der anderen Seite, auf dem Damenflügel, mit A4. So, was jetzt tun? Ich habe hinterher in der Analyse gesehen, die Engine hätte unbedingt empfohlen, den Bauern jetzt zu schlagen. Aber ich wollte seinen Turm nicht ins Spiel bringen und wusste ja auch nicht, was die Engine-Empfehlung ist. Ich habe anders gespielt. Ich habe seinen Springer gefesselt. Und daraufhin hat er seinen anderen Springer entwickelt. Attackiert jetzt wieder meinen E-Bauern. Jetzt ist er wirklich attackiert. Und die Engine hätte das ignoriert, habe ich hinterher gesehen und gesagt, schlag einfach da den A-Bauern. Ich habe aber den, glaube ich, auch logischeren Zug aus menschlicher Sicht gemacht. Ich habe einfach den Bauern
verteidigt, den F-Bauern vorgesetzt und fühlte mich eigentlich ganz wohl in der Stellung. So, jetzt entwickelt er seinen Läufer, alles noch ganz, sieht noch ganz friedlich aus, auch relativ ausgeglichen, sagt die Engine, das könnt ihr hier an den Balken sehen. Ja, und ich habe jetzt meinen rückständigen Bauern hier, dem C-Bauern, vorgespielt mit der Idee, meinen Springer ins Spiel zu bringen. Er schlägt den und mein Springer ist im Spiel. Und jetzt hat er meinen Bauern geschlagen, greift meinen Springer an und jetzt wird es also spannend. Was soll man jetzt tun? Ich hätte den durchaus schlagen können mit der Dame, denn der Springer, der den Bauern scheinbar bewacht, ist ja gefesselt. Aber es schien mir attraktiver zu sein, aktiv zu spielen und meinen Springer auf ein besseres Feld zu setzen. Jetzt greife ich nämlich erstens hier den B-Bauern an und vor allen Dingen drohe ich hier mit einer Springergabel König und Turm gleichzeitig anzugreifen. Ja, und jetzt hat er einen Zug gespielt, wo er dann hinterher im Chat schrieb, ach, den wollte ich eigentlich gar nicht spielen. Er wollte einen anderen Zug spielen. Aus irgendeinem Grunde hat er die Reihenfolge verwechselt, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er jetzt erstmal mit dem Läufer hier eingeschlagen, meinen Bauern genommen. Und ich habe meinen Läufer dazwischen gesetzt. Mein Läufer ist ja durch den Springer gedeckt. Jetzt hat er meinen Springer geschlagen. Ich glaube, das war die Situation. Genau, das war die Situation, wo er hintergeschrieben hat, das wollte ich eigentlich an der Stelle noch gar nicht, hat er aber gemacht. Ja, und jetzt ist die Frage, wie soll man weiterspielen? Ich habe erstmal den Läufer rausgenommen. Und er hat jetzt mit seinem Turm angegriffen, meinen Läufer. Ja. Jetzt war die entscheidende Stelle in dem Spiel und das war sehr kompliziert. Hier habe ich, glaube ich, eine halbe Stunde oder länger überlegt, was soll ich jetzt spielen? Also wenn ich zum Beispiel, als erstes soll man ja die Schlagvarianten prüfen. Nehmen wir mal an, das ist ja erstmal naheliegend, ich hätte diesen Springer hier geschlagen. Dann bin ich davon ausgegangen, dass er dann aber meinen Läufer schlägt. Und wenn ich zum Beispiel jetzt fortfahre zu schlagen, schlage diesen Springer auch noch, dann hat er meinen zweiten Läufer auch, greift diesen Bauern an und das wäre nicht gut für mich. Die nächste Schlagvariante wäre ja gewesen, mit dem Läufer zu schlagen. Macht man nicht so gerne, die Fesselung aufzuheben, wenn man nicht unbedingt muss, aber wie auch immer. Er hätte dann mit der Dame zurücknehmen können. Und wenn ich dann zum Beispiel den Springer hier geschlagen hätte, dann hätte er meinen Läufer bekommen und sogar mit Schach. Und das wäre sogar schlecht für mich gewesen. Auch keine gute Variante. Ich hatte noch erwogen, diesen Zug, richtig, den zu spielen. Mit der Idee, den Läufer hier zu schützen und dann bleibt der Druck auf den Springer hier erhalten. Aber da bin ich dann auch wieder von abgekommen. Er hätte zum Beispiel mit dem Springer hier hingehen können. Dann bringt er seinen Springer aus der Gefahrenzone und droht hier mit Matt, wenn die Dame hier unten einschlägt. Dann wäre ich in Zugzwang gekommen und das wäre nicht so einfach gewesen zu parieren. Nehmen wir mal an, ich spiele sowas, ganz schlechter Zug. Und dann kommt nämlich hier der Springer und ich kann den Springer nicht nehmen, weil der Bauer ja gefesselt ist. Ich müsste mit dem König irgendwo hin, noch schlechter, also hier dürfte ich auf keinen Fall hin, da hätte er sogar den Turm hier, also eine Qualität gewonnen, also auch keine attraktive Möglichkeit. Ihr seht schon, das ist eine komplizierte Stellung hier gewesen. Und was jetzt tun? Ihr könnt ja mal selber überlegen, was ihr gespielt hättet. Also ich habe letztendlich einen Zug gespielt, der aber auch gut gewesen ist, nämlich diesen hier. Ich habe meinen Bauern vorgesetzt und diesen Läufer hier geschützt. Und wenn er den Bauern jetzt en passant zum Beispiel genommen hätte, dann wäre das nicht weiter schlimm gewesen. Ich hätte mit dem Turm nehmen können und der Läufer ist dann durch die Dame ja geschützt. Und ja, weiterhin Druck auf den Springer und zugleich Druck hier auch auf den Turm. Der Turm kann ja nicht den Läufer nehmen und wenn der Turm zum Beispiel hier den nehmen würde, dann würde ich ihn einfach zurückschlagen. Drohe jetzt hier unten sogar einzuschlagen und da den Turm zu gewinnen. Also das wäre eine gute Möglichkeit gewesen. Sodass also für ihn sich verboten hat, den Bauern en passant zu schlagen. Den Läufer kann er auch nicht nehmen, dann verliert er die Qualität.
Und was er jetzt gespielt hat, war dann allerdings kein schlauer Zug. Er hat ist zum Gegenangriff übergegangen, hat den Läufer hier attackiert. Aber das ist schlecht gewesen. Warum, seht ihr wahrscheinlich selber. Denn jetzt ist es relativ einfach für Schwarz in Vorteil zu kommen. Ich habe einfach den Springer geschlagen mit der Dame. Ich glaube, ich hätte ihn auch mit dem Bauern schlagen können, aber mit der Dame geschlagen. So, der Läufer, den kann er jetzt ja nicht zurückschlagen als Rache. Und wenn er den hier zum Beispiel schlagen würde, auch kein Problem. Dann nehme ich entweder mit der Dame oder mit dem Läufer. Wahrscheinlich hätte ich mit der Dame den Springer genommen, hätte also zwei Leichtfiguren für einen gehabt. Schach. Und gleichzeitig stehen sich die Damen gegenüber. Das heißt, hier hätte ich ihn zum Damentausch gezwungen. Geht ja nicht anders. Und dann stehe ich Klavis. Also er hat zwar hier zwei der gefährliche Freibauer noch, aber ich habe eine volle Figur mehr. Er steht im Schach, kann nicht rochieren. Das war übrigens auch vorher schon das Problem, dass er nicht rochieren konnte, weil die ganze Zeit ein weißer Läufer da gestanden hat. Und hier war das Spiel auch zu Ende. Soweit ist es gar nicht mehr gekommen. Nachdem ich den ersten Springer geschlagen habe, hat er dann aufgegeben. Nochmal zurück zu dieser Situation. Das Unangenehme hier für ihn ist gewesen, dass mein Läufer die Rochade verhindert hat. Der König darf ja kein Feld überschreiten, das von einer gegnerischen Figur bedroht wird. Und so, dass er seinen hier hinten auf H1 stehenden Turm überhaupt nicht ins Spiel gebracht hat. Ich habe also effektiv eigentlich die ganze Zeit schon mit einer Figur mehr gespielt. So, das, was er eigentlich spielen wollte, was er hinterher geschrieben hat, wir haben dann noch weiter diskutiert über das Spiel, war an dieser Stelle ein anderer Zug, nämlich nicht mit dem Springer zu schlagen, sondern er hatte die Idee, mit dem Turm hier hinzugehen, meine Dame anzugreifen und den dahinterstehenden Läufer auch noch anzugreifen. Und wenn die Dame irgendwie wegzieht, dann schlägt er den Läufer. Und die Dame kann ja nicht so ziehen, dass sie gleichzeitig den Läufer deckt. Das wäre also unangenehmer für mich gewesen. Ich habe mir dann hinterher überlegt, was hättest du denn darauf gemacht? Interessanterweise hätte die Engine die Dame aufgegeben und die Engine behauptet sogar, sieht man hier ja, dass Schwarz immer noch plus 3 steht, also viel besser als Weiß. Die Engine hätte, glaube ich, so gespielt, dass sie einfach den Läufer schlägt und wenn er jetzt die Dame nimmt, ich schalte mal die Engine hier ein, so der grüne Pfeil, ja gut, dann nimmt er den Turm, dann hat man den Läufer und einen Turm für die Dame. Und ja, die Engine behauptet, da steht eindeutig, ist eindeutig gewonnen sogar für Schwarz. Aber wer tauscht schon gerne seine Dame auch gegen Läufer und Turm? Ich glaube, ich hätte anders gespielt an dieser Stelle. Gehen wir nochmal zurück. So, so stand es ja. Und wenn er jetzt nicht diesen Springerzug gemacht hätte, sondern das, was er, wie er sagt, eigentlich geplant hatte, dann habe ich mir überlegt, hätte ich folgende Möglichkeit gehabt. Springergabel, oder besser gesagt Springerangriff auf den König. Der König muss irgendwo hier auf das D-Feld oder auf die D-Linie, entweder hier oder hier, weil er kann ja diese weißen Felder nicht betreten. Dann hätte ich, wie die Engine hier auch anzeigt, Schach gegeben und hatte dann damit gerechnet, wenn er jetzt den Springer schlägt, dass ich dann den Läufer nehme. Das wäre mein Plan gewesen und dann hätte es zumindest weiterhin ausgeglichen gestanden. Okay, ja, das war die Revanche. Drittes Spiel läuft auch schon. Je nachdem, wie das läuft, zeige ich es euch oder auch demnächst mal wieder was anderes. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.